Heute geht es um den Bezirksteil Stadlau, der geschichtlich einiges zu bieten hat. Bekannt ist Stadlau schon seit 1150, als es erstmals als Stadelhof, also Stadel in der Au, urkundlich erwähnt wurde. Die Bewohner damals waren freie, relativ reiche Bauern, denen das Gebiet zwischen dem Donauufer und dem heutigen Lusthaus im Prater gehörte. Zur damaligen Zeit war Stadlau einer der bedeutendsten Orte im Machfeld. Denn nachdem die Babenberger den Stadlauern das Urfahrrecht zugebilligt hatten, konnten diese für die über die Donau transportierten Waren Maut verlangen. Um 1820 bestand Stadlau aus etwa 10 bis 15 Häusern, die sich in Form eines Reihendorfes zu beiden Seiten der heutigen Schickgasse, die ist zwischen Stadlauer Straße und Konstantiagasse, befanden. Ein Nebenarm der Donau war zu diesem Zeitpunkt etwa 400 bis 500 Meter entfernt. Die von 1870 bis 1875 durchgeführte Wiener Donauregulierung führte unter anderem zur Trockenlegung von Donaunebenarmen in der Nähe von Stadlau. 1870 wurde für Laaer Ostbahn und Machecker Ostbahn der Stadlauer Bahnhof eröffnet. In weiterer Folge entwickelte sich das Dorf zu einem Eisenbahner- und Industrieort. Bis 1904 war Stadlau eine eigenständige Gemeinde, bevor es in Wien eingemeindet wurde. Zwei der traditionsreichen Stadlauer Sportvereine sind der Wiener Askö, Team Stadlau, auch bekannt als Watt Stadlau, der 1914 als Arbeiter- und Turnverein in Stadlau gegründet und der 1913 als Normania gegründete Fußballverein FC Stadlau. Musik.